Wenn die See aufgewühlt ist, wird der Dreck nach oben gespült. So lautet ein norddeutsches Sprichwort. Und das ist an den Finanzmärkten relativ ähnlich. Wenn die Finanzmärkte unruhig sind, dann hat man einen Liquiditätssturm durch die Fed und dann wird auch der Dreck nach oben gespült. Genau das ist das, was auffällig ist bei dieser Rallye der Aktienmärkte. Und wir wollen uns mal das anschauen, was da eigentlich passiert ist, was an minderer Qualität sozusagen am besten gelaufen ist. Das ist schon erstaunlich. Schauen wir doch mal hier diese Grafik an von Arbor, die zeigte, dass die sogenannten Zombie-Firmen, das sind also Firmen, die nicht mal ihre Kapitalkosten, ihre Kreditkosten verdienen, dass die jetzt im April und am Mai am besten gelaufen sind. Kein Wunder vielleicht, könnte man sagen, weil Jerome Powell dann gesagt hat, naja, wir kaufen auch Junk-Bonds, wir kaufen also auch ETFs von Junk-Bonds, kaufen praktisch Unternehmensschulden von Firmen, die eigentlich, naja, sagen wir mal so, bankrottgefährdet sind. Und wir sehen, dass im April diese Junk-Unternehmen praktisch 10%, diese Zombies 10% besser abgeschnitten haben als der S&P 500 und jetzt im Mai derzeit 18% stärker performt haben als eben der S&P 500. Und das zeigt so ein bisschen, wie gesagt, was da an Qualität jetzt nach oben gespült wird, das ist schon haarsträubend. Schauen wir uns mal an, was eigentlich diese Junk-Firmen sind, die oft im Small-Cap-Bereich sind, also bei kleineren Firmen der Fall sind. Und hier sehen wir, dass wir jetzt das höchste Verschuldungsniveau haben zu den Einnahmen dieser Firmen, sogenannte Aggregate Net Debt to EBITDA. Das heißt, die sind hochgradig geleveraged mit Schulden und gleichzeitig brechen jetzt die Einnahmen weg vieler dieser Firmen. Das ist eigentlich nicht nachhaltig, nicht tragfähig und diese Zombie-Firmen würden massenweise sterben, wenn die Fed sie eben nicht ausbellen wird. Mithin haben wir dann also die Situation, dass faktisch die Finanzmärkte, die Märkte insgesamt immer weiter zombifiziert werden, weil die Zombies eben weiterleben können. Das bedeutet faktisch, dass die Wirtschaftsdynamik in Zukunft geringer wird. Warum? Weil schlichtweg Ressourcen und Gelder in diese Zombie-Firmen fließen, die in der Regel, naja, unproduktiv sind, nicht wirklich überlebensfähig sind, statt eben in andere produktive, kreative Bereiche zu fließen. Das ist das Problem an der Geschichte. Es ist wie ein Teich, der sozusagen immer mehr Algen bildet, die dann den Sauerstoff aussaugen aus diesem Teich und dann passiert gar nichts mehr. Das mal ein Bild, das es vielleicht auf den Punkt bringt, zumindest langfristig auf den Punkt bringt, dass das wie so eine Art Vergiftungsprozess ist, der hier stattfindet. Und wir haben nicht gerade wenig Zombie-Firmen in den USA, nämlich um und bei 17% aller US-Firmen sind Zombie-Firmen, viel mehr als in der Eurozone oder als in UK, wie wir hier sehen. Da sind es so 9 bis 10%, also fast doppelt so viele, was den Anteil der Firmen betrifft, praktisch fast doppelt so hoch der Anteil der Zombie-Firmen an allen Firmen, die es so gibt. Das heißt, da ist offenkundig ein riesiges Reservoir an Firmen, die eigentlich, naja, dem Untergang geweiht sein sollten. Apropos Zombie-Firmen, dann sprechen wir doch mal von Tesla. Das ist ja eigentlich auch ein wunderbares Ponzi-Schema, ein Schneeballsystem, wo mit immer neuen Geldern sozusagen kaschiert wird, dass das Geschäftsmodell nicht so richtig funktioniert. Jedenfalls sehen wir, dass Tesla jetzt in China nur 4.600 Autos verkauft hat, jetzt im April. Das ist ein Rückgang von 64% pro Monat. Man will ja alleine in Shanghai pro Woche über 4.000 Fahrzeuge bauen. Selbst wenn man das hinkriegt, stellt sich die Frage, naja, wer soll die denn kaufen? Insgesamt muss man sagen, dass diese Recovery von China, dass diese Erholung von China natürlich von der chinesischen Führung ein bisschen, ich sag mal, in den Vordergrund gespielt wird. Die ist faktisch so nicht der Fall. Da ist viel mehr noch im Argen, als uns die Machthaber in Peking weismachen wollen. Dementsprechend ist es auch kein Wunder, dass eben die Autoabsätze nicht so richtig gut laufen. Die laufen aber auch nicht gut, zum Beispiel in der EU. Wir haben jetzt ein leichtes Minus von minus 76,3%. Kann mal passieren, ist halt ein leichter Rückgang, aber wir sehen, dass das natürlich reinknallt. Jetzt ist die Frage, kann man sich erholen? VW will jetzt mit einer Elektrooffensive kommen, man will da ein Fahrzeug auf den Markt bringen, das eben Tesla Konkurrenz machen kann, zumindest dem Model 3. Dann hatten wir heute noch an einem Tag, der sehr ruhig ist, wo nicht so wahnsinnig viel passiert. Wir hatten Auftritt von Paul und Nutschin, wieder virtuell
vor dem Bankenausschuss des US-Senats. Die alte Leier, wir werden das schaffen. Ziemlich schlimme Krise. Wir bedanken all denjenigen, die praktisch da im Gesundheitssektor, bla bla. Also da schläft einem schon der linke Zeh ein, wenn man nur schon hinschaut. Jedenfalls derselbe Sermon. Wir sind groß, wir bleiben groß. Wir sind die Supermacht, wir bleiben die Supermacht. Und die Welt liebt es, unsere Schulden zu kaufen. Das ist natürlich praktisch Ideologie in Reinkultur. Home Depot jedenfalls heute mit Zahlen. Hatte man eigentlich sich mehr versprochen? Ja, die Sales, die Umsätze sind gestiegen um 7%, aber die Kosten sind eben auch gestiegen, weil man muss eben Hygienevorschriften beachten, muss mehr Leute einstellen, die dann teilweise draußen den Eingang regeln, etc., etc. Dementsprechend hat das Home Depot nichts gebracht, die Aktie dann jetzt nicht deutlich gefallen, aber eben auch nicht gestiegen, anders als Walmart, die wieder hervorragende Zahlen geliefert haben, aber da sind natürlich auch Vorzieheffekte drin. Februar und März waren, besonders März war stark. Im April hat das dann schon ein bisschen nachgelassen, weil die Leute eben aufhören zu horten. Das ist in Deutschland oder in Europa insgesamt ja überall passiert. Wir sehen hier, wie schlimm es um den Retail-Sektor vor allem in den USA steht, also um den Einzelhandel. Amazon ist praktisch hier der dominante Player, der dem Retail-Indicator im S&P 500 fast 350 Punkte gebracht hat, während alles andere faktisch verliert. Nur Home Depot hält sich noch ein bisschen, Dollar General. Ansonsten geht es für fast alle natürlich bergab. Und jetzt mal die Frage, warum halten sich die Aktienmärkte? Was ist an den Aktienmärkten los? Und da ist immer sehr interessant die Umfrage der Bank of America unter ganz großen Fondsmanagern. Das sind wirklich die dicken Jungs, die Dickfische. Und hier sehen wir, dass die schon sich eigentlich bewusst sind, dass diese V-Erholung nicht kommen wird, nicht mehr kommen kann. 75% gehen daher von einer U-Erholung oder von einem W aus, also erst runter, dann ein bisschen rauf, wieder runter und dann wieder rauf. 68% sagen immerhin, es ist eine Bärenmarkt-Rally. Nur 25% sehen hier einen Bullenmarkt und 10% sagen eben, ja doch, es ist eine V-Erholung. Das sind die Optimisten. Nun heißt es, oh, die Märkte seien so defensiv positioniert und das ist, glaube ich, ein Missverständnis. Defensiv im Sinne vor allem von Healthcare. Die großen Player sind vor allem in Healthcare, aber das ist nicht mehr defensiv, sondern das ist ja eigentlich offensiv, denn das ist die Wette auf eine Vaccine, auf einen Impfstoff, auf ein Medikament, das das Coronavirus irgendwie eindämmen kann. Dementsprechend ist das, naja, Biotech-Investment mit durchaus spekulativen Charakteren. Klar, sie halten auch noch ein bisschen Cash, aber sie sind eben auch in Tech ziemlich dick investiert. Und hier sehen wir, dass eben auch Goldman Sachs sagt, ja, die sind extrem defensiv positioniert. Ich glaube, wir müssen das anders definieren. Biotech-Investments, die Wette auf einen Impfstoff ist nicht mehr defensiv, sondern das ist Risiko, weil man eben davon ausgehen muss, das kommt schon. Dabei hat die Menschheit es bisher nie geschafft und man ist schon ein paar Jahrzehntchen dabei, irgendeinen Impfstoff oder ein Medikament gegen das Coronavirus zu entwickeln. Also würde ich das vielleicht als durchaus riskante Wette bezeichnen. Dementsprechend sind solche Aussagen wie von Goldman Sachs eigentlich nicht wirklich brauchbar. Wir haben dann aber nach wie vor jetzt die Situation, dass Value, also die konservativen Geschäftsmodelle, Growth underperformed, also die Wachstums-, die Tech, meistens Tech-Industrie und die großen Player verlieren langsam, nämlich die von der Bank of America Befragten, verlieren langsam irgendwie den Glauben, dass Value sich nochmal erholen wird. Das ist vielleicht eine ganz gute Voraussetzung, dass sich das erholt, dass also sozusagen die klassischen Modelle bald wieder in sind. Wir sehen insgesamt, dass jetzt die Earnings Yield im S&P 500, Earnings Yield ist praktisch das, was man an Gewinnerwartungen haben kann, dass die so gering ist wie seit der Dotcom-Blase nicht mehr, also seit dem Jahr 2000, weil die Preise eben ein bisschen sportlich hoch sind und die Gewinnerwartungen ein bisschen praktisch unterirdisch tief, dementsprechend eine leicht ungünstige Relation. Und da gibt es auch die sogenannte PEG-Ratio, das ist Price-Earnings, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, geteilt durch Growth of Earnings, also durch das erwartete Gewinnwachstum. Und hier sehen wir, da sind wir so hoch bewertet in PEG-Ratio, also in dieser Kombination, die ich vorhin genannt hatte, wie eigentlich noch nie. Aber es geschehen ja Wunder und die Fed wird uns ja ewig auswählen. Das hat ja Jerome Powell heute wieder auch gesagt. We do whatever we can to preserve the American economy and it will be enough, believe me. So hat er heute
natürlich nicht direkt, aber indirekt wieder gesagt, der Jerome. Und wir sehen, dass natürlich vieles jetzt steht und fällt auch mit den Erwartungen, den Gewinnerwartungen. Die sind schon deutlich abgesenkt, wie wir hier in dieser Grafik sehen. Ganz oben die ursprüngliche Vor-Corona-Erwartung für die verschiedenen Quartale 2, 3 und 4. Und es geht dann immer weiter runter für 2, 3 und 4. Und unten diese gestrichelte Linie, die Sie ganz unten sehen, das ist das Risiko, dass es da reinkommt und nicht weiter oben reinkommt. Also dass möglicherweise die Gewinnerwartungen nach wie vor viel zu hoch ist. Insgesamt kann man sagen, wie das Lance Roberts hier tut, die Aktienpreise basieren auf drei Erwartungen, die eigentlich alle drei eintreffen müssen. Insofern ist das eine Wette, die durchaus nicht unriskant ist. Nämlich A, es wird dann doch irgendwie eine V-Erholung geben, also kurz runter, heftig runter und dann wieder heftig nach oben. Zweite Wette ist, es wird einen Impfstoff geben oder ein Medikament geben, das das ganze Problem erledigen wird. Halte ich für eine extrem riskante Wette. Und die dritte ist, dass es eben, naja, kein Wiederaufflammen des Coronavirus dann im Herbst geben wird. Sonst scheitert diese ganze Rallye. Wenn nur eine dieser drei Voraussetzungen nicht gegeben ist, dann wird es schwierig. Aber sei es drum, wir haben jetzt die Situation, dass die Wall Street und nicht nur die Wall Street unglaublich gut gelaunt ist, weil man sich sagt, was soll schon passieren? Die Fed ist sozusagen direkt hinter uns, hat uns über unseren Werten Hintern oder unter unseren Werten Hintern genauer gesagt einen wahnsinnig soliden Boden gebaut, da können wir nicht durchknallen. Dementsprechend sehen wir das Put-Call-Ratio so gering wie seit Februar nicht mehr, also kurz vor Platzen der Blase. Das All-Time-Hick-High war ja dann im Februar, bevor es im März dann leicht nach unten ging, mit partiellen Abgaben versehen, dann die Aktienmärkte kurzfristig mal ein bisschen durchschnaufen mussten. Jedenfalls sehen wir, dass da wieder Complacency ist, wie die Amerikaner sagen, Vertrauensseligkeit, nichts kann passieren und das ist meistens nicht so ein gutes Vorzeichen, auch für den Ölpreis nicht. Wo wir hier sehen, Oil Dynamics, wir haben hier den Supply, also das Angebot an Öl, wir haben die Ölnachfrage, ist ein bisschen runtergekommen, wir haben dann den Ölpreis, ist auch ein bisschen runtergekommen, aber der Supply ist noch relativ hoch, kommt jetzt auch ein bisschen runter, aber eben nur nicht so runter, wie jetzt eigentlich die Nachfrage ist, das ist das Problem, das heißt, wir haben nach wie vor ein ziemliches Gap zwischen dem, was produziert wird an Öl und dem, was nachgefragt wird an Öl. Klar, es wird jetzt mit Lockerung des Lockdowns in vielen Ländern, in vielen Regionen natürlich wieder mehr Ölnachfrage geben. Man sieht das auf der Straße, es sind mehr Autos. Ich kann mich erinnern, ich bin neulich oder da zu Hochzeiten der Corona-Krise an einer extrem befahrenen Straße, kam kein einziges Auto, habe ich noch nie erlebt, seit ich diese Straße regelmäßig befahre, belaufe oder beradle. Jedenfalls, das war schon eine Geschichte, die mir im Gedächtnis bleiben wird, dass diese Straße praktisch gespensterleer ist. Dementsprechend wird das natürlich wieder anziehen, aber es zeigt eben doch, dass der Ölpreis wahrscheinlich nicht durch die Decke schießen wird. Und wir haben auch eine interessante Grafik hier. Es gibt ja in den USA eine Wettplattform, die heißt Predicted, wo man zum Beispiel darauf wetten kann, welche Partei gewinnt, welcher Präsidentschaftskandidat sich durchsetzen wird, etc. etc. Und hier sehen wir, dass jetzt erstmals die Demokraten wieder sogar leicht in Führung liegen seit langer, langer Zeit vor den Republikanern. Das heißt, es wird für Donald Trump vielleicht ein bisschen schwieriger, weil natürlich jetzt die Demokraten auch deutlich nach links gerückt sind. Biden wird sich dann mit Sanders, mit anderen Linken natürlich zusammenschließen müssen. Er wird diesen Flügel auch integrieren müssen. Ohnehin ja jetzt die obersten 10% sind noch gestopfter durch die Rallye, während die anderen 90% viel verloren haben, nur kurzfristig alimentiert werden über Almosen, die irgendwann enden. Almosen durch die Fed oder durch den US-Staat. Dementsprechend gibt es strukturell schon eine linke Mehrheit vielleicht in den USA, wenn die nämlich merken, dass die Party gefeiert wird von den anderen und nicht von einem selber. Und apropos Party, Lagarde hat heute gesagt, ja, Bundesverfassungsgericht kenne ich nicht, interessiert mich nicht. Deutschland hat da nichts zu sagen, wir halten uns an den EuGH und der hat gesagt, das, was die EZB mit den Anleihekäufen macht, das ist ja total gerechtfertigt, gell? Weil die Haftung tragen ja die anderen, das ist ja das Problem der anderen und das ist dann im Zweifel nicht unser Problem, so hat der EuGH gesagt und die Lagarde findet das spitze. Nein, weil sie sagt, das ist einmal ein gesunder Menschenverstand. Wir haben dann jetzt auch die Situation, dass ja eigentlich Merkozy oder nee, das heißt jetzt inzwischen Macron und Merkel, die beiden haben ja 500 Milliarden, wollten sie locker machen, um da, sagen wir mal, jetzt nicht als Kredit, sondern mehr so als Schenkung, diese ganze Geschichte dann in die Südländer zu überweisen. Das wird aber möglicherweise nicht passieren, wahrscheinlicherweise nicht passieren, weil die bösen Buben aus Österreich, Dänemark, Schweden
Und die Niederlanden halt immer diese Geldspießer, ja, also diese unfantasievollen Kreaturen da, die nicht einsehen wollen, dass das Projekt Europa ja praktisch dann totale, ne, also da müssen wir ja so wie die Fed praktisch all in und ansonsten schauen wir mal hinterher, was dann passiert. Dementsprechend gibt es da doch deutliche Widerstände. Auch der Brexit wird jetzt übrigens immer wahrscheinlicher, weil die Briten irgendwie und die EU sich nicht so richtig einigen können. Hier nochmal abschließend eine Grafik zum Employment Risk. Wo ist das Risiko in Europa am höchsten arbeitslos zu sein? Und da sehen wir, da gibt es eine leichte Tendenz in die südlichen Länder, aber das ist vielleicht eine optische Täuschung. Schauen wir uns mal jetzt an, was die Märkte derzeit daraus machen. Was wir hier sehen, das ist der S&P 500. Es geht im Grunde seitwärts. Wir kommen über diese Zone 2960 nicht nachhaltig raus. Die Charts von Capital.com. Und es ist heute so ein Tag, wo irgendwie, naja, ein bisschen fad ist. Man wartet. Auf was wartet man? Vielleicht auf Godot, ich weiß es nicht. Der Nasdaq heute wieder stärker. Jetzt allerdings auch wieder ein bisschen zurückkommend, aber nicht nachhaltig. Der DAX hält sich über der 11.000er-Marke. Euro-Dollar ist weiter nach oben gegangen heute, muss dann aber dem verstärkten Tempo Tribut zollen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland und Frankreich dieses Förderprogramm, wie es so schön heißt, durchbekommt, etwas geringer geworden ist. Auf Deutsch gesagt, das war auch der Grund vor allem für den Anstieg des Euros zuvor. Wir haben Crude Oil auch wenig verändert, 31 und ein paar zerquetschte, und Gold hält sich bei 1740. Also, das ist die Situation. Wir haben eine Rallye, die auf bestimmten Prämissen basiert. Die müssen alle funktionieren. Dazu sozusagen dann die allmächtige Fed, die alles im Griff hat, das ist eigentlich die vierte Prämisse. Und ansonsten sind es die Zombies, ist es der Dreck, der nach oben gespült wird, langfristig eine ziemlich unschöne Sache. Natürlich freut man sich für Leute, die ihren Job behalten, aber es werden dadurch eben andere Jobs nicht entstehen, die vielleicht besser bezahlt wären, sinnvoller wären, aber sei es drum, man lebt nur einmal und wir geben das Geld doch lieber jetzt aus, als an zukünftige Generationen zu denken. Oder da denken wir doch alle gleich. Ich wünsche einen schönen Feierabend und sage Servus und ja, ciao.